Xiaomis neues HyperOS-Betriebssystem bietet einige neue interessante Features, so unter anderem auch eine bequeme Seitenleiste, mit der ihr ganz einfach und schnell eure Apps in der Übersicht habt und starten könnt. Wie das funktioniert, wie ihr sie aktiviert und benutzt, das seht ihr hier in dem Video. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei BildnerTV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und ich möchte euch heute die Seitenleiste bei Xiaomis HyperOS zeigen. Die Seitenleiste ist im Grunde ein alternativer Weg, um meine Apps auf dem Smartphone aufrufen zu können. Der Vorteil bei dieser Seitenleiste ist, dass ich sie eigentlich immer zur Verfügung habe, auch wenn ich andere App-Fenster geöffnet habe. Schauen wir das uns am besten gleich mal an. Ich habe hier ein Redmi Note 13 mit Xiaomis HyperOS. Und da zeige ich euch das Ganze mal und ich habe es per Kabel an meinen Laptop angeschlossen, dass ich euch das auch schön am Bildschirm zeigen kann. Ja, und den hole ich mir jetzt gleich mal her, hier auf meinem Bildschirm. Da seht ihr den Startbildschirm und was man ganz schlecht sieht, ist hier auf der Seite, seht ihr ganz links neben dem Google G, ist so ein ganz kleiner grauer Streifen. Das habt ihr so im oberen Bereich und da braucht ihr bloß von der Seite drauf tippen und reinwischen. So, dann kommt die Seitenleiste. Und in der Seitenleiste habt ihr mehrere Apps drin, die ihr jetzt schnell starten könnt. Wie hier einfach WhatsApp. Ja, da muss ich einfach nur auf WhatsApp drauf tippen und schon startet das. Das Besondere ist, das startet hier in einem sogenannten schwebenden Fenster. Die schwebenden Fenster sind nochmal eine extra Sache für sich. Die erkläre ich euch in einem extra Video. Was jetzt aber ihr hier natürlich wissen wollt, wie bekomme ich das Ganze groß? Da tippt ihr einfach auf die drei Punkte da oben und dann sucht ihr euch aus, ob das oben oder unten die Hälfte des Bildschirms einnehmen soll oder einfach hier ganz links dieser Menüpunkt. Da tippt ihr drauf und schon vergrößert sich meine App auf den ganzen Bildschirm. So, jetzt interessiert euch natürlich, wie bekomme ich meine App da hinein und wie kann ich die Reihenfolge der Apps ändern? Das zeige ich euch natürlich sofort, aber ich möchte euch auch noch gern auf die vielen anderen Funktionen von Xiaomis HyperOS hinweisen und die natürlich hier jetzt aufzuzählen, das wäre viel zu viel. Deswegen verweise ich euch auf unser Buch unter bildnerverlag.de. Da findet ihr Xiaomi mit HyperOS. Das passt für alle Smartphones von Xiaomi, Redmi, Poco, alle, die halt HyperOS verwenden. Ja, und ihr könnt euch da auch schon drei Kapitel gratis zusenden lassen, wo ihr schon mal das Wichtigste rauslesen könnt. Ja, und ihr könnt das Buch auch gewinnen. Einfach einen Kommentar unter einem unserer Videos dalassen und schon nehmt ihr an unserem wöchentlichen Gewinnspiel teil. So, und jetzt zurück zu den Einstellungen. Zuerst mal, wo könnt ihr überhaupt das aktivieren, wenn ihr sagt, ich habe das hier überhaupt nicht, das funktioniert nicht. Da geht ihr in die Einstellungen und in den Einstellungen sucht ihr euch den Punkt weitere Einstellungen, der ist fast ganz unten, so das viertletzte, weitere Einstellungen und da gibt es den Punkt schwebende Fenster, den tippt ihr an. Und bei den schwebenden Fenstern findet ihr den Punkt Seitenleiste. Und ihr seht hier, bei mir ist die Seitenleiste ein. Da tippt ihr drauf, dann kommt nochmal ein extra Fenster. Und hier könnt ihr einstellen, wann ihr die Seitenleiste sehen wollt. Ihr könnt sie hier immer anzeigen lassen. Das kann ich hier deaktivieren. Und dann gibt es noch da eine Besonderheit. Jetzt würde mir diese Seitenleiste angezeigt werden beim Abspielen von Videos. Also wenn Videos angezeigt werden, dann hätte ich diese Seitenleiste zur Verfügung. Das ist ganz praktisch. Die Seitenleiste ist ja immer verfügbar, wenn ihr sie entsprechend aktiviert habt. Das heißt, ihr könnt bei Videos oder bei Spielen das einschalten, dass ihr dann die Seitenleiste habt, um so zum Beispiel schnell in den Browser zu gehen, um irgendwas nachzuschauen. Wie heißt der Schauspieler, den ich gerade in einem Film sehe? Oder in einem Spiel gibt es dann einen Cheat? Ja, Seitenleiste öffnen, Browser und schon kann ich nachschauen. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicher, wenn ich mir hier das Ganze anschaue, ich zoome mal näher ran, da seht ihr beim Spielen anzeigen, das ist ausgegraut. Warum? Weil ich noch nicht definiert habe, was zu Spielen gehört. Und das könnt ihr darunter machen. Ich muss nur ein bisschen nach unten gehen. Und da seht ihr, da gibt es Video-Apps und Spiele-Apps. Das funktioniert bei beiden gleich.
Ich zeige es euch mal bei den Video-Apps, da habe ich schon drei drinnen. Ihr seht, zu den Video-Apps gehören YouTube, MeVideo und TikTok. Das heißt, bei diesen dreien wäre jetzt meine Seitenleiste aktiv. Und hier unten könnt ihr noch andere Apps als Video-Apps definieren. Das sind nicht unbedingt wirklich reine Video-Apps, aber die zählen dann für diese Seitenleiste zu den Video-Apps dazu. Also wenn ich sage, ich hätte gern auch während zum Beispiel Google Meet, hätte ich gerne auch diese Seitenleiste, dann schaltet ihr das hier einfach dazu, dann zählt es mit zu den Video-Apps oder der Browser Opera oder Chrome zum Beispiel. Und genauso funktioniert das auch, wenn ich hier zurücktippe mal bei den Spielen, aber ich denke, da könnt ihr euch einfach mal selbst durchklicken. Ich gehe jetzt hier zurück und aktiviere auf alle Fälle hier dieses Immer-Anzeigen, dass wir es ständig haben. Und jetzt interessiert euch natürlich noch, wie kann ich selber meine Apps da hinzufügen. Ja, da gehen wir wieder zurück und da zieht ihr hier die Seitenleiste einmal kurz auf und dann wischt ihr hier einfach ganz nach unten. Und wenn ihr ganz unten angekommen seid, ihr seht, ihr habt da eh schon ziemlich viele Apps drinnen, dann habt ihr hier ein Plus. Und auf das tippt ihr drauf. Und jetzt könnt ihr hier eure schwebenden Fenster bearbeiten. Und die, die ihr hier oben seht, das sind die ersten und eigentlich die interessantesten. Weil, ja, ich will ja nicht das schwebende Fenster rausziehen und dann ewig lang rauf und runter scrollen, sondern eigentlich diese ersten 6, 7 Apps, das sind die interessanten. Ja, und ich kann hier die Reihenfolge verändern, indem ich jetzt hier zum Beispiel WhatsApp nehme und das dann einfach mit, einfach drauf tippen, drauf getippt lassen und mit getippten Finger einfach nach oben ziehen. Und jetzt nehme ich das an erste Position, lass mal aus, jetzt steht mein WhatsApp ganz oben. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, naja, ich habe hier zum Beispiel Amazon, das brauche ich nicht, dann könnt ihr hier auf dieses Minus tippen, dann seht ihr das Amazon draußen. Und hier auf der rechten Seite, da könnt ihr euch eure Apps aussuchen, die ihr jetzt reinnehmen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh, ich mache sehr viel auf Facebook, dann kann ich hier bei Facebook einfach auf dieses kleine grüne Plus tippen. Und schon seht ihr es Facebook hier in der Liste. Und das kann ich natürlich jetzt an die Position ziehen, an die ich es gerne hätte. Einfach länger drauf tippen und getippt lassen. Und dann könnt ihr es hier nach oben ziehen. Ich ziehe es jetzt mal an die zweite Position. Ja, und jetzt seht ihr, habe ich WhatsApp an der ersten, Facebook an der zweiten. Und wenn ihr alles so eingestellt habt, wie ihr euch das vorstellt, dann tippt ihr hier auf Fertig. Ja, und jetzt, wenn ich hier das mal rauswische, seht ihr WhatsApp an der ersten, Facebook an der zweiten Position. Ja, also probiert es mal aus. Ich finde es eine ganz praktische Sache. Vor allem, wenn man so Apps hat wie die Kameras oder Videos, wo man vielleicht schnell eine andere App braucht und nicht lang rumtippen möchte, da ist die Seitenleiste furchtbar praktisch. Ja, und HyperOS leistet noch viel, viel mehr. Zum Beispiel hat es einige AI-Fotobearbeitungsfeatures, mit denen euch das Bearbeiten eurer Fotos noch viel leichter fällt. Habe ich auch ein Video dazu gemacht und das seht ihr hier mal eingeblendet. Da könnt ihr es euch anschauen und viel über die neuen Möglichkeiten von HyperOS lernen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video hier auf BildnerTV. Abonnieren nicht vergessen. Bis dann.